Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung, weiteren Sendung von Tele Blocher. Christoph Blocher, letzte Woche haben wir noch über die Wahlen geredet. Jetzt gehen wir noch mal auf etwas, was sie alle gerade so beschäftigt hat. Das ist nämlich Kunst. Die Ausstellung in Winterthur, ein riesiger Erfolg. Mit dem hätte man auch nicht rechnen können, oder? Nein. Ich war ja sehr skeptisch, diese Ausstellung zu machen. Ich kann nicht wählen, ich habe noch nie meine Bilder gezeigt. Aber die treibende Kräfte, nämlich das Kunstmuseum Winterthur, der Dr. Fellmann, der das leitet, das Reinhardt-Museum, das ist nicht das Kunstmuseum, sie haben ja dann das Kunstmuseum, das Reinhardt-Museum Winterthur und der Direktor vom Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft, der Feier, die sind bei mir gewesen, vor einem Jahr und haben gesagt, lassen Sie, sie hat die grösste Bildersammlung im Moment, eigentlich die wichtigste Bildersammlung in der Schweiz mit der Kunst aus um 1900. Und nicht nur 19. Jahrhundert, es geht ja ins 20. Jahrhundert. Dann war meine Antwort, ich muss immer wiederholen, ich habe gar keine Sammlung. Ich habe nur Bilder. Ich habe nur Bilder gekauft. Und es ist alles handgelismet. Ich habe Bilder gekauft, wie es mir gefallen hat. Es ist richtig, ich habe mich konzentriert auf die Künstler, Anker und Hodler und dann die so ein bisschen drumherum, die da dazugehören, also der Buri, Valentin, Dietrich, Koller, Stefan und so weiter, Zünd. Wautier, jawohl. Das ist ja der Urgroßvater von dem berühmten La Suisse n'existe pas, oder? Jawohl, ja, genau. Und dann hätte ich gesagt, man sollte die Sammlung zeigen, oder? Sag ich, ja, die Sammlung. Was ist eine Sammlung? Und die lustigste Definition war die, wenn einer so viele Bilder hat, dass er zu wenig Wände hat, hat er eine Sammlung. Das sehen wir ja bei Ihnen jetzt ein bisschen. Ja, nicht eine, oder? Ja. Jawohl, ja. Aber, und jetzt sage ich, ich gehe nicht meine Bilder zeigen, weil Bilder sind ja nicht ich, oder? Sagen sie, ja, aber es sei natürlich, der Sammler spielt schon eine Rolle, weil der hat ja die zusammengetragen und zusammengestellt. Und diese Sammlung ist ganz vergleichbar mit der Sammlung Oskar Reinhardt, mit der Sammlung von Arthur Stoll. Der ist jetzt aufgelöst, die Sammlung. Und ist interessant, und ich mich da studiert habe, ist interessant. Der Reinhardt kommt ja aus dem wirtschaftlichen Milieu. Der war der Teilhaber vom Handelshaus Volkert. Hat sich dann rausgekauft. Also der hat dann nichts mehr anders gemacht als Kunst. Und der Arthur Stoll ist treibende Kraft von der Sando Pharmaindustrie, also heute Novartis, oder? Und darum haben die immer noch im Besprechungszimmer bei der Novartis haben die ein wunderbares Ankerbild, nämlich die Schwarzwaldschule hängen dort. Das ist ganz lustig, wenn man da in Basel schaut, in der ganz modernen Chemie, wenn sie ins Sitzzimmer geht, ist dort die Schwarzwaldschule aufgehängt, so vom Anker. Und wenn ich die Sammlung studiert habe, ich sagte, der hat ja, ist ja auch interessant, beide kommen aus der Chemie. Ich habe den nicht gekannt, der ist im 65 gestorben. Da habe ich ja noch gar keine Kunst gesammelt, oder? Aber ich habe eine ganze Reihe von Bildern aus dieser Sammlung. Und jetzt hat man diese Bilder mal durchgeschaut und gesagt, wir machen eine, wir können nur 84 Bilder nehmen, wir haben nicht Platz in Winterthur. Und der hat jetzt die ausgestellt. Ich war bis am Freitag, bevor man die Ausstellung eröffnet hat, sehr skeptisch gewesen. Verheben die Bilder in einem Museum? Das weiss, das ist ganz eine andere Umgebung. Und heute bin ich begeistert. Mhm. Also begeistert. Und nicht nur ich. Alle Leute, die da sind begeistert, erzählen es weiter. Und jetzt haben die einen Zulauf. Sie ist ja integriert in die Sammlung Oskar Reinhardt. Die hat normalerweise pro Tag 15 Besucher. Und jetzt sind sie in einer Woche 5'000 gewesen, oder? Also. Aber kommen die Leute jetzt wegen Ihnen? Also wenn ihr mal schaut, was der Christoph Blocher sammelt, oder kommen die wegen der Kunst? Also ich glaube, sie kommen wegen der Kunst. Vielleicht mag es sein, dass es auch bei beiden ist. Schauen, was hat der für ihre Bilder und so? Und ja. Ah, der. Aber die Mehrheit ist einfach begeistert von den Bildern. Also negativ hat es nichts gegeben in dem Sinne, oder?
Nein, es hat schon, also es hat natürlich immer negativ. Es gibt natürlich Linke, die sagen, ja, das ist Wahlpropaganda und das ist nur wegen der, das ist politische Reklame. Da kannst du auch nicht schauen. Und dann kommen die nieder, wer neider hat, hat Brot, wer kein hat, hat Not. Und da kann immer etwas waffeln, da muss man nicht drüber hören. Also am schlimmsten sind die Kulturschaffenden. Das Heft da, das Du, hat ja eine Nummer gemacht über die Ausstellung. Was ja eine Aufgabe ist für eine kulturelle Zeitung. Da sind die Dinge auf der los. Also das ist unglaublich, habe ich gehört, die Kulturschaffenden. Also das sind ja im Wesen auch, in der Methode fast Nationalsozialisten. Was die da sagen, was man da gegen so einen machen muss, was das bringt, die können nicht mehr frei an die Sachen an. Dass die mich nicht gern haben, das ist ja gleich, weiß oder? Das weiss man ja. Das sind ja links, die stehen ja alle links. Ist ja klar, die stehen auch links wegen der Futtertrögen. Oder? Die müssen ja links sein. Der Anker und der Oder hätten nicht müssen links sein, weil die haben die Futtertrögen nicht gehabt. Heute wird alles staatlich subventioniert. Und ich bin ja sehr skeptisch gegen die staatliche Kulturförderung. Ich habe als Bedingung gemacht für die Ausstellung in Winterthur. Erstens, ich zahle keinen Rappen für die Ausstellung. So eine Ausstellung kostet ja viel. Was ist denn das Teure eigentlich? Also die Versicherungen sind das Teuerste. Die Bilder mussten wir alle müssen verglasen und müssen wieder entglasen, weil ich also die habe ohne Glas. Aber in einer Ausstellung ist das Risiko für die Versicherung viel zu gross. Oder? Kann ja einer versprayen oder irgendetwas. Oder? Gibt es ja nicht einmal einen Rahmen, wenn du versprayst. Also müssen sie verglasen sein. Zweitens, ja, der ganze Apparat, Sicherheitsapparat, oder? Während der Ausstellung müssen Wärterinnen und Wärter sein. Da braucht es, also, ich zahle nichts. Zweitens, wenn es gut besucht wird, müssen die Eintritte zahlen. Das ist ja vernünftig. Die schauen Bilder ab, für das zahlen sie. Und wenn es nicht lange, müssen sie halt Sponsoren suchen. Das haben sie auch gefunden. Und der Staat darf keinen Rappen zahlen. Die Stadt Winterthur wollte die Vernissage machen von dieser Ausstellung und zahlen. Da habe ich gesagt, das ist nicht die Abmachung. Der Staat zahlt nichts. Das ist gegen die staatliche Kulturförderung. Aber die Medienschaffenden oder die Kulturschaffenden, die sind ja alle am Futtertrog vom Staat, oder? Und darum sind sie natürlich gegen mich, aber ich bin ja gar nicht gegen staatliche Unterstützung wegen dem Geld, das ist nicht einmal das Vordergründige, sondern das gibt Mittelmaß. Wenn alle gezahlt werden, tut auch der Staat auswählen, wem. Das hat man früher, wo der Regierungsrat Gilgen noch Erziehungsdirektor ist im Kanton Zürich, hätte müssen staatliche Preise verleihen für Künstler. Dann hat er gesagt, dann müssen wir doch auslesen, was ein guter Künstler ist. So ein Gacko. Ein Künstler sollte frei sein und nicht etwas malen, das uns passt, damit er einen Preis bekommt. Und dann hat er jedes Mal einen Mais gegeben, ist ja klar. Weil, ja, die nichts bekommen haben. Ja, nichts bekommen. Er hat sicher nichts bekommen, weil er fast links ist, oder? Heute kommt er nichts über, wenn er nicht links ist. Es scherbelt einfach. Aber so wie es aussieht, kommt die Ausstellung gut durch, nicht, weil sie so gut besucht ist. Und ich habe wieder gefragt, wie ist es? Weil die dort sind, sagen noch, die Leute gehen so begeistert heim und jeder erzählt zum anderen und sagt, du musst auch noch kommen. Kommen Sie viel Post über jetzt? Kann noch gehen. Wie? Kommen Sie viel Post über? Ja, kommen einen Brief über, der dankt, dass ich die Bilder zur Verfügung gestellt habe. Also wir schreiben natürlich nur die, die zufrieden sind. Also, wenn jemand wahrscheinlich nicht zufrieden ist, aber wenn sie etwas aussetzen haben, ist, dass sie warten müssen. Man kann nicht alle miteinander einladen, man sagt 10, 15, 20 Minuten warten, das gibt es natürlich, oder? Und es ist aber jeder eine Ausstellung, die gut ist, so. Ich war in Mailand, da in der Segantini-Ausstellung. Da sind sie dann voraus, im kalten Wetter, im Schirm, eine Stunde oder anderthalb angestanden. Das ist da in Winterthur nicht so. Es ist ungefähr 20 Minuten.
Im Vorfeld von der Ausstellung oder gerade ein paar Tage nach der Ausstellung hat Wotz plötzlich einen Artikel gebracht, dass er in ihrer Sammlung eine Raubkunst hat. Ja. Also dass irgendein Bild ist, das im Nationalsozialismus hat müssen, unter Druck verkauft werden. Jawohl, ja. Das ist auch eine interessante Geschichte. Wieso ist der Artikel gekommen? Also da müssen Sie auch nicht meinen, dass die Wotz eine einzige Minute recherchiert hat. Sondern es gibt Anwälte. Meistens sitzen in New York, aber sind auch da in Europa. Die sind spezialisiert auf Raubkunst. Die sagen, das und das Bild, das in der Zeit des Nationalsozialismus, in den 30er Jahren, verkauft worden ist, wo Juden gehört hat, die sind zwangsversteigert worden und die müssen wieder zurück. Rechtlich könnt ihr nichts machen. Rechtlich. Weil, wenn einer gutgläubig etwas kauft und besitzt und kann anweisen, dass es gut, kann der, der in den 30er Jahren, das sind also 70 Jahre zurück, oder, etwas, sagt, dort ist etwas ungelaufen, nicht machen. Nichts machen dagegen. Das Bild, das darum geht, das habe ich in meiner Sammlung, ist aber nicht zu Winterthur. Das ist die blaue Frau da vom Hodler, oder? Jawohl, ja. Ja, die Empfindung, hat ja zwei Namen, oder? Und das Bild habe ich gekauft von einer bekannten Galerie und die hat verkauft für eine schweizerische Erbengemeinschaft. Und das Bild ist während 3 Jahren im Kunstmuseum in Hamburg gehangen. Das war also ausgestellt. Ausgestellt war dort. Und nachdem ich es gar nicht einmal in eine Ausstellung gegeben auf München, da hat niemand irgendwie etwas geschrieben, da, das ist Raubkunst, oder? Und jetzt haben die gefunden, so, jetzt gehen wir auf den Private los, den Blocher, aber nicht recht. Die sind noch nie bei mir gewesen. Die haben mir noch nie geschrieben. Die sind noch nie gewesen und haben gesagt, sie, wir müssen da etwas an. Nichts. Sondern die gehen direkt in die Medien. Haben natürlich ein Medium gesucht, mit der Wotz kann man ja annehmen. Die sind sicher gegen den Blocher. Die schreiben auch frech, es sei Raubkunst, obwohl sie genau wissen, das ist mal umstritten. Schon das ist umstritten. Ist es das Bild? Ist es da, wenn was verkauft wurde und so weiter? Und die sagen, rechtlich können wir nichts machen. Aber das Renommee von einer Sammlung oder von einem Sammler können wir kaputt machen und sagen, das ist Raubkunst. Darum, in der Bühle-Sammlung gehen sie auf die Bilder los, oder? Das muss jetzt der Kanton Zürich abklären, weil er ja da, wie es dort ist, eben aufwendig. Dann das Einat-Museum, oder? Dann die ganze Gurli-Geschichte, oder? Und die dort moralisch versuchen, die einem unter Druck zu setzen und zu sagen, jetzt mach, wenn du nicht eine Lösung findest mit uns. Auch wenn du gar nicht, auch wenn du im Recht bist. Zahl! Alles immer das Geld. Immer das Geld und das Geld, oder? Zahl! Dann lassen wir dich in Ruhe. Da haben wir es für mich am Falschen. Aber ich bin dran. Also das höre ich nicht zuerst mal da jetzt vom. Ich habe das vor einem guten Jahr ist mir das zugetragen worden. Also mit dem gleichen Bild, oder? Ja, mit dem gleichen Bild. Da gebe ich die Anwälte, mache ich geltend, dass ich in Raubkunst, habe ich das in Abklärung. Genau schauen, wie ist das gewesen, wo ist wenn, das Bild und so weiter. Weil ich wollte eigentlich kein so ein Bild, wo da etwas unten, dann muss man das mit denen in die Tonung machen. Aber so wie es jetzt aussieht, ist es nicht einmal. Ist es nicht einmal, oder? Also, aber ich bin auch nicht so weit, dass ich das ganz klar sagen kann. Aber, und warum haben sie es gemacht? Ja, wegen der Wahlen halbweg. Nein, ja, das hat man auch noch. Aber sie wollten bei dieser Kunstausstellung Winterthur, sie haben gemeint, sie können die Kunstsammlung verdreckeln. Und Winterthur verdreckeln. Der von der Wotz war natürlich der Dings, an der Pressekonferenz, oder? Einfach in ein schlechtes Licht bringen. Die Wochenzeitung ist ja mir gleich, was die da schreibt über ein Ding, über gegen die Ausstellung.
Und alle Zeitungen haben es natürlich dankbar aufgenommen, oder? Gegen den Blocher. Er hat wie gesund fressen. Wahrscheinlich hat er es auch selber gestohlen. Ist auch anders als beim Bürle. Man muss natürlich sehen, beim Bürle und beim Reinhard, die haben zu selber eine Zeit Bilder gekauft, oder? Ja, bin und dann wird man vor, ihr habt die Rechte. Wenn man ja natürlich die Rechte kauft, dann kann man nicht sagen, es war gutgläubig. Aber auch dort, jetzt ist es in Versteigerungen auch gewesen, ob jetzt Zwang versteigert oder nicht, wo natürlich Marktpreise gezahlt worden sind, oder? Aber das ist eine aufwendige Geschichte und das wird jetzt abgeklärt. Wie ist es, dass, wenn jetzt einer an eine Auktion geht, Christie's oder Koller oder Sotheby oder wie die alle heißen, und kauft dort ein Bild, kann er dann annehmen, dass das keine Raubkunst ist? Oder? Ja, garantiert ist es nicht. Aber er fragt natürlich, und in der Regel ist die Provenienz, wo es herkommt. Und so weiter. Bei wem war es? Bei Anker ist die Gefahr ganz klein, dass es Raubkunst ist. Weil der Anker, der hat seine Bilder in erster Linie in Frankreich und in England verkauft. Nicht in der Schweiz, sondern bei Kunsthändlern aus Frankreich und in England. Darum habe ich eine ganze Reihe von Bildern, die kommen aus Frankreich, aus England. Und nicht auf Deutschland. Hodler hat es gehabt, wo in Deutschland verkauft worden ist, oder? Das ist richtig. Oder Dietrich, den ich auch sammle. Der war ja sogar zu dieser Zeit gewesen, nach Deutschland, ja, oder? Wohl, ja, und der war ein jüdischer Kunsthändler. Ja. Gewesen. Der hat ihn eigentlich auch gefördert. Der hat 40 Bilder vom Dietrich ausgestellt in den 30er Jahren. Und sind 37 verkauft worden. Der Dietrich war gar noch nicht bekannt gewesen. Der hat ihn entdeckt und der ist dann nachher ausgewandert nach Amerika. Aber er hat selber keinen Dietrich gehabt, den er verkauft hat, zwangsweise und so weiter. Und hat ihn nach dem Krieg wieder besucht. Das ist eine interessante Geschichte, oder? Und das muss man einfach anschauen, man muss aufpassen. Man kann natürlich auch das Geschäft machen mit einigen Sachen, oder? Ja, dann holen wir Geld und dann machen die Stiftung und dort heisst, die Stiftung unterstützt dann arme Leute und so, oder? Und das sind alles Anwälte, die oben holen, oder? Nein. Und da muss man aufpassen. Und sehr viele Sammlungen, vor allem öffentliche, gehen eben an. Oder sagen, geben Sie mir ein Bild, geben Sie ein Bild zurück. Das ist ja nicht Ihr Bild, das gehört am Staat, oder? Und dann, geil, wenn ihr das habt, sind das Stillen und so. Das, da kommen sie bei mir am Falschen. Wie lange geht das, bis Sie das abgeklärt haben? Ja, das kann ich nicht sagen. Man muss, also bis jetzt, wir sind also ein Staatsarchiv gewesen, im Ausland, schauen, wie ist also, das gewesen? Ein grosser Aufwand. Also das, aber ich mache das nicht wegen mir, sondern ich mache das in erster Linie, wenn man das mal super aufdeckt, dass man den Missbrauch, einfach, dass da alle Sammler unter Druck gesetzt werden, aus finanziellen Gründen, dort aus gerechtfertigt ist, wo wir darüber reden. Aber dann geht man ja nicht in die Zeitung als erstes und in der Zeitung sagen, der ist auch ein Raubkunst, oder? Also von diesen Erben, die jetzt sagen, das und dann schreiben sie einem geschwinden Artikel, aber von der Wutz. Ja, ja. Sie, wir haben unsere Recherchen. Das hat ja keine Recherchen gemacht. Also, Sie haben nie gekriegt mit jemandem, der das Bild hätte können. Nein, nichts. Sie sind ja nicht auf mich zugekommen. Und jetzt hat einer gesagt, das sei vorbildlich, wenn ich vorgehe. Ja, die NZZ hat das geschrieben. Ja, also ein Kunstexperte, ein Anwalt hat das geschrieben. Aber jetzt sollte Herr Blocher vielleicht auf die sogenannte Erbe zugehen. Also einer, der ein Bild Anspruch hat und in die Zeitung geht und zuerst der andere sagt, das ist ein furchtbarer Keib, sollte ich nachher auf ihn zugehen. Also das macht man doch nicht. Wenn es einem ernst gibt, schreibt man doch dem einen Brief. Sie haben also gewusst, dass ich das Bild habe. Sie hätten es ja nicht geschrieben. Oder? Man kann nicht sagen, sie hätten es nicht gewusst. Sie haben es an den Wurz gesteckt. Aber da sieht man auch so eine Wutz, die ist genau gleich mit allen Wassergewäschen wie auch die Hochfinanz. Die sagt, unsere Recherchen haben ergeben und Zeug und Sachen. Hätte doch keiner recherchiert, könnt ihr vorstellen.
Also, gehen wir mal zurück auf die Ausstellung in Winterthur. Die läuft noch bis Anfang des nächsten Jahres, oder? Ja, bis Ende Januar. Ja, ja. Die Verlängerung ist eigentlich ausgeschlossen, oder? Ja, ich glaube, sie hat nachher eine andere Ausstellung. Ja, ja. Ja. Aber ich muss jetzt schauen, die Ausstellung hat einen sehr Anklang gefunden, eben auch. Ich habe sehr viele Fragen jetzt aus dem Ausland, ob ich nicht meine Bilder zur Verfügung stelle. Muss ich jetzt aufpassen. Aber es hat mich für etwas für eine neue Idee gebracht. Was macht man eigentlich mit so einer Kunstsammlung mal für später? Viele machen eine Kunstsammlung auf Schenken, wie da der Müller Bär mit dem Klee, oder? Da muss der Staat das Kunst ausbauen, muss jedes Jahr Geld drauflegen. Oder die Bürlensammlung, wo man jetzt mal ein Kunsthaus bauen dafür, oder? Vielleicht gäbe es ja auch eine Möglichkeit, zu sagen, die Kunstsammlung bleibt in der Hand und hat den Zweck, Bilder auszuleihen in Kunstausstellungen der ganzen Welt. Oder? Das kostet dem Staat nicht viel. Und selber, wenn man die Bilder betreuen, kostet dann auch nicht so viel, oder? Das Teure ist ja, die Bilder ausstellen und Kunstmuseen führen. Also das Römer Holz, das ist ja die zweite grosse Kunstausstellung in Winterthur. Auch Oskar Reinhardt, wo der Eidgenossenschaft gehört. Ich sage immer, das ist das beste Museum, das es gibt. Weil der Reinhardt hat gesagt, die Bilder dort drinnen dürfen nie auswärts gegeben werden. Die müssen immer dort bleiben und so dort hängen, wo sie sind. Das hat den Vorteil, das Bild findet sie immer. Also das untere Museum, dort wo meine Ausstellung ist, hat ja das berühmte Bild von Caspar David Friedrich. Kreidefelsen von Kreidefelsen. Ja. Ich weiß nicht, warum das so ein berühmtes Bild ist. Aber gilt also, dass das Bild wird ja dort extra auf Rügen gereist, wo die Landschaft ist. Das ist dann eher eine Enttäuschung, oder? Aber das ist immer dort. Das kannst du immer schauen. Und im Römerholz kannst du die Bilder auch schauen. Und ich habe so an der Vernissage ein bisschen witzig gesagt, das ist das beste Museum, das ich kenne auf der Welt. Du kannst immer gehen, findest immer Bilder und bist immer allein. Und du findest auch einen Parkplatz vom Haus. Ja, das ist alles, weil du allein bist, oder? Ja, ja. Aber das ist natürlich für ein Museum fürchterlich. Da musst du den ganzen Apparat offen halten für vielleicht 5-10 Besucher. Und das Museum im Stadtgarten, wo jetzt die Sammlung ausgestellt ist, die hat normalerweise 15 Besucher. Pro Tag. Pro Tag, oder? Und jetzt sind es halt pro Tag etwa 700 oder, im Durchschnitt. Also, Christoph Blocher, herzlichen Dank. Nochmal das Thema beleuchten. Wir gehen vielleicht nochmal auf Winterthur in den nächsten 2-3 Wochen. Das war Stelle Blocher. Nächste Woche, gleiche Zeit. Freut mich, wenn Sie dabei sind. Schönes Wochenende und bis bald.